Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Evoland. Wir sind hier in der letzten Folge in Aogai angekommen, nachdem wir den ersten Endboss des Spiels besiegt haben. Und hier müssen wir Keres Onkel finden, über dessen Haus wohl ein riesiges Luftschiff schwebt. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, ich habe es gefunden. Geht's da rechts noch weiter? Ja, geht's. Es ist total cool mit der CD und wird geladen, Disc, mega cool gemacht. Wir haben auch HD-Hintergründe. Das heißt, die sind jetzt... Hui, fancy, fancy. Wow, einfach nur wow. Damals wohnte ich in Papunika. Ich bin hierher gezogen, weil der Anbau nahe am Mana-Baum bessere Ernte versprach. Es muss eine ziemlich böse Macht dort geben, die die Ödnis verbreitet. Seht euch nur an, was mit meinem Haus passiert ist. Wir sind alle verdammt. Ah. Ich lebe schon seit 60 Jahren. Aogai, ich glaube, da fehlt ein N. Und die schwarze Zitadelle steht leer, soweit ich zurückdenken kann. Jetzt scheint dort etwas Böses zu gedeihen, genau wie in alten Zeiten. Das Böse! Es ist Böses im Busch! Na gut, dann sprechen wir mal mit dir. Hallo, ich möchte mit dir interagieren. Auch ich war ein Abenteurer wie ihr, doch dann traf mich ein Pfeil im... Ciao. Nun, sagen wir, ich konnte eine Weile nicht sitzen. Ich würde euch ja helfen, aber leider kann ich nicht mehr kämpfen. I wanted to be an adventurer like you, but then I took an arrow to the knee. Okay, und du bist wahrscheinlich der Onkel. Onkel! Ist alles in Ordnung? Und du bist nochmal... Bitte gebt einen Namen ein. Sid. Natürlich ist es Sid. Der von Ice Age. Keres! Endlich seid ihr wieder zu Hause. Hier ist viel passiert und die Ödnis verbreitet sich immer schneller. Oder Sid Wilson natürlich. Fast halb Aogai ist jetzt ausgelöscht. Wir müssen schnell handeln. Onkel, wir haben die Macht des Kristalls und Clouds Schwert. Clouds mit A. Aus der Noria-Mine. Das sollte reichen, um das Böse zu besiegen, das in der schwarzen Zitadelle lauert. Oh, und auch Daru habe ich hier, um das Schwert zu führen. Den habe ich unterwegs gefunden. In einer Kiste. Wir sind bereit, zur schwarzen Zitadelle aufzubrechen. Gut und schön, aber ihr braucht das Amulett von Gorn, um in die Zitadelle zu gelangen. Es wurde in zwei Hälften gespalten, eine ist im Heiligen Hain zu finden. Er liegt im Süden von Aogai. Ich war... Die Woman spricht. Ich war letzte Woche dort und sah, dass der Fels in der Nähe des Eingangs neulich eingestürzt ist. Ihr braucht eine Bombe, um ihn zu räumen. Bomben! Redet mit Garen, dem glatzköpfigen Kartenspieler auf dem Markt. Er war seinerzeit Offizier bei der Armee. Daru, könntet ihr die Bomben besorgen, damit wir in den Heiligen Hain gelangen? Ich finde derweil einen Weg, stärker zu werden. Ich sollte mich wohl nicht immer darauf verlassen, dass ihr mich beschützt. Ich gehe heim, um in der Bibliothek meines Vaters zu recherchieren. Er war ein mächtiger Zauberer, der so manch wirksamen Spruch kannte. Ich stoße später wieder zu euch, sucht inzwischen Garen auf und fragt nach den Bomben. Ihre Mutter war genauso eigensinnig. Viel Glück. Also deine Schwester. Müsste ja eigentlich. Also ich bin mal ganz ehrlich, ich sehe jetzt nicht so viel Unterschied zwischen HD-Hintergründen und vorgerenderten Hintergründen. Klar, wenn man so ein bisschen näher dran ist, sieht man schon so einen gewissen Unterschied, aber... Ja. Halt, nein, der Glatzkopf. Ey, Glatzkopf. Wollt ihr eine Bombe? Ich habe schon ewig nicht mehr zur Demacia-Armee. Wirklich? Garen von der Demacia-Armee. Und habe keins von diesen Dingen aufbewahrt. Ihr solltet mit unserer Krankenschwester nördlich von ihr reden. Sie kennt Klatsch über Aogai und seine Bewohner. Garen aus dem Maße. Okay. Ja, ich nehme das so hin. Ja. Warum? Ihr seid auf Bomben aus? Dann redet mal mit der verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnt. Sie lagert alles Mögliche in ihrem Keller. Nur gut, dass man mir dieses Salbe für schwere Verbrennungen gegeben hat. Ich, mach mir mal keine Sorgen, dass die alte Frau einfach Bomben in ihrem Keller lagern lässt.
Aber wir müssen jetzt wieder komplett durchs ganze Dorf laufen. La-di-la-di-la-di-la. Aber das mit dem Blur im Hintergrund finde ich schön. Dass man sieht, dass das Gebiet, das nicht mehr dazugehört, dass es so ein bisschen ausgeblurrt ist. Echt schon viel cool gemacht. Ey, du, Bomben, sagt ihr. Ja, in meinem Keller habe ich ganz durch Zufall welche. Sie sind schon seit dem Krieg dort, aber ich bin fast sicher, dass sie noch funktionieren. Ihr bekommt sie aber nur, wenn ihr etwas für mich tut. Ihr wisst, ein Drache greift das Land hier an und hinterlässt nichts als verkohlte Erde. Wir müssen dieser mächtigen Bestie den Chaos machen. Hilfsoffizier Raylan hat diese Woche Patrouillendienst. Er wird euch mehr sagen können. Ihr findet ihn im Dorfeingang. Wirklich? Müssen wir jetzt für jeden hier irgendwie einen Botengang machen? Bist du dieser Raylan, von dem die hier alle sprechen? Der Drache, ja, einen eigentlichen Drachen hat wohl nie jemand gesehen, aber ich sah Spuren im Boden. Große, runde Krater verkohlter Erde. Ich musste den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Immer sehe ich ihn bei den Kratern spielen. Wirklich, Kinder sind so einfach in die Nähe eines Drachen zu lassen. Ihr solltet mit seiner Mutter reden. Sie wohnt neben Hashtag Sitz. Im Haus neben Sitz. Ja. Na, ich, bin sprachlos. Dann bist du die Mutter oder wohnt hier einfach die Mutter drin? Bist du die Mutter? Seid ihr nicht alt genug, um zu wissen, dass es keine Drachen gibt? Das vermaledeite Kind muss die Bomben aus dem Kinder der alten Dame gestohlen haben. Mir kamen diese Feuerwerkskörper schon etwas groß und schwer vor. Bittet ihn, euch die Bomben zu geben. Hoffen wir, dass sie bei euch sicherer aufgehoben sind. Lass mich raten, das Kind da die Bomben auch irgendjemandem weiterverkauft oder so, um sich davon Lolli zu kaufen. Oder neue Doppelzwillingkarten. Oder keine Ahnung. Komm her, Jung. Gib mir die Karten. Meine Mutter weiß von den Bomben. Oh, das gibt Ärger. Aber der Spaß war es wahrscheinlich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Oh, Keris. Daro. Ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt. Habt ihr die Bomben? Freigeschaltet Bomben. Bomben. Ausgezeichnet. Dann auf in den Süden zum Heiligen Hain. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Doch, gibt es tatsächlich. Denn, wie gesagt, es gab im letzten Dungeon die ein oder andere verdächtige Wand. Und ich glaube, da gehe ich jetzt zuerst nochmal hin, um ein bisschen zu backtracken. Auch wenn, oh, random Encounter. Ich hoffe, du kannst jetzt wenigstens ein bisschen angreifen, Keris. X-Kristall! Okay, sie kann tatsächlich angreifen. Wenn auch nicht super stark, aber es ist okay. Der X-Kristall! Mächtiger Angriff! Was zum Geier bist du? Okay, die macht aber nicht viel Schaden. Hält aber. Ach so, natürlich. Das sind ja alles auch Doppelzwillingskarten, ne? Mit dir will ich definitiv den X-Kristall. 41. Warum hat es jetzt auf einmal so viel gemacht? Das ist die Schildkröte, die von oben schwach ist, aber an den Seiten stark. Ich kenne ihre Schwäche. Oben. Ich heile aber lieber mal. Und die Schildkröte müsste eh besiegt sein. Ja, wundervoll. Wunderbar, dann gehen wir nochmal zurück in den ersten Dungeon, wollte ich sagen. Ich möchte doch nur ein paar Wände sprengen. Und wahrscheinlich funktioniert es jetzt noch nicht mal. Weil, keine Ahnung, ich die Bomben nur... ich noch nicht gelernt habe, wie man die Bomben verwendet. Oder so, keine Ahnung. Ah, nein, ich kann die Bomben tatsächlich ausrüsten. Mache Boom! Aber werden wir hier durchlaufen? Oh, ich kann den
tatsächlich rebattlen. Mal gucken, ob ich es besser hinkriege. Mal gucken, ob ich es besser als beim ersten Mal hinkriege. Immerhin wissen wir jetzt, was wir tun müssen. Da habe ich gerade eben Schaden gekriegt, weil ich in ihn gelaufen bin, als er gestunt war. Schon wieder. Wow. Unfassbar Skill, Daro. Okay, aber es ist easy gemacht. Kriege ich dafür was, dass ich den gerebattelt habe? Nope. Okidoki, aber dann seht ihr ja schon mal, warum ich gerade eben mein Schwert nochmal ausgerüstet habe. So, hier brauche ich garantiert. Komm, erzähl mir nichts. Natürlich, Ausgrabungen. Ihr habt mit einer Bombe eine riesige Mauer gesprengt und wir bekommen bestimmt einen Stern, oder? Ja. Und ich meine mich an noch eine Mauer hier erinnern zu können. Sind hier etwa... War hier nicht noch eine? Oder... Doch, ich... Oder war das da oben? Ich glaube, hier, wenn wir von hier aus ganz nach oben laufen, ich glaube, dann kommt eine. Ah! Okay, aber es hat für uns abgekürzt. Nettes Spiel, danke. Hier... Ach ja, richtig, der Raum. Ich meine, ich habe nur wieder abgekürzt. Ja, hier ist... Genau das hier. Na also, wusste ich's doch. Ihr könnt doch keine Secrets vor mir verstecken. Oh, noch ein Stern. Ihr könnt vor mir doch keine Secrets verstecken. Ach, ich habe ja... Richtig. Ausrotter, ihr habt eine Fledermaus mit einer Bombe getötet. Dafür gibt's also ein Achievement. Ah, ich habe hier gerade eben gespeichert. Von daher nicht ganz so schlimm. Ich will nur noch mal... Komme ich... Nein, hier komme ich nicht so einfach raus. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich... 1, 2, 3. Hier ganz schnell wieder rauskommen. 3. Wir können ja jetzt hier einfach durchrennen. Ich würde nur ganz gerne hier die ein oder andere Stelle... Was ist da? Da ist noch was, was wir nicht haben. Gibt es hier noch eine sprengbare Wand? Hier doch garantiert, erzähl mir nichts. Habe ich keine Bombe gelegt? Nein, habe ich nicht. Nein? Unterhalb davon vielleicht irgendwas, was man, wo man nicht sieht, dass die Wand sprengbar ist. Bin verwirrt und entsetzt gleichermaßen. Wie komme ich sonst dahin? Okay, dann ist es vielleicht für uns noch nicht holbar. More backtracking? Maybes? Keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach raus hier. Ja, ist leichter gesagt als getan, ne? Ich gehe jetzt einfach raus hier. Aber hier kann ich zum Glück nicht, wie das Skelett uns einfach verfolgt, runterfallen. Sagte er und fiel runter. Klassiker, nicht wahr? Nein. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Da ist eine Schatzkiste. Wie komme ich an dich? Da ist noch eine Schatzkiste. Ah, hier ist ja auch noch eine Wand. Gut, dass ich hier nochmal etwas investigiert habe.
Oh, ja, den habe ich besiegt. Noch ein Stern. Huiuiui. Da kommt was zusammen. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Ausgang ist. Kann ich hier abkürzen? Vermutlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ich habe keine Dungeon-Karte oder sowas, ne? Nein. Das wäre zu einfach. Geh mir aus dem Weg. Ne, hier war es nicht. Hier war ich gerade eben schon. Hier habe ich mich schon mal verlaufen. Ah! Ja, mein Schwert wieder. Aber wir kriegen ja anscheinend noch ein Item. Wir haben ja auf Tab noch einen Platz frei. Jetzt hier raus. Ja. Hier ging's zum Boss. Wundervoll. Wundervoll, wundervoll. Genau, hier war der Bosskampfraum. Das heißt, es hat sich tatsächlich gelohnt, hier zurückzukommen, weil wir ein paar Sterne gesammelt haben. Auch wenn ich gesagt habe, dass wir nicht alle Sterne sammeln. Aber ich will trotzdem so viel wie möglich mitnehmen. Gut, Freunde. Dann würde ich aber sagen, soll es erstmal gewesen sein mit Evoland. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.